Die Entwickler von No Rest for the Wicked haben es einfach geschafft, auf, sag ich mal, minimaler Quadratmeterfläche eine unglaubliche Höhe und Tiefe zu erreichen. Extrem beeindruckend. Das habe ich in noch keinem Top-Down-Spiel bisher so gesehen. Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal wieder über ein Game namens No Rest for the Wicked. Ich möchte euch meine bisherigen Erfahrungen zu diesem Spiel mitteilen. Anfang April, wenn ich es jetzt noch richtig im Kopf habe, kam das Spiel in dem Early Access raus auf Steam und ich habe es seitdem auch bekommen. Ich habe einen Key bekommen und habe mir das Game seitdem auch 14 Stunden etwa angeschaut. Das ist jetzt nicht mega viel, ja, also man könnte im Laufe dieser Zeit viel mehr Spielerfahrung gesammelt haben. Allerdings, ich zock momentan nicht so viel, denke aber trotzdem, dass 14 Stunden eine ganz gute Zeit sind, um einen ersten Eindruck zu diesem Game zu geben, und das möchte ich heute in diesem Video mit euch zusammen machen. Wer jetzt bisher gedacht hat, No Rest for the Wicked sieht cool aus, was ist das aber für ein Game, was habe ich da zu erwarten, sollte ich diese paar Euros in die Hand nehmen und da rein investieren? Bei Steam kann man es ja gut machen, die ersten ein, zwei Stunden mal spielen und gucken, wenn es nichts ist, kann man es ja refunden. Aber trotzdem, wer bisher jetzt gedacht hat, manche Spiele-Magazine schreiben ja, dass das irgendwie ein Diablo-Konkurrent wäre oder so, besser ist als Diablo 4. Mit diesen Vergleichen konnte ich ehrlich gesagt nicht wirklich was anfangen. Habe ich mich gefragt, was ist denn das? Was soll das? Es ist aus der Top-Down-Perspektive wie ein Diablo, wie ein Lost Ark, wie ein Path of Exile von mir aus, wie ein Torchlight und was es auch alles noch gibt, ja. Aber es ist kein Hack-and-Slay-Game in diesem Sinne. Also in dieses Genre passt das nicht. Man kann No Rest for the Wicked nicht in das gleiche Genre packen wie Diablo 4 oder Path of Exile. Also wer jetzt sagt, soll ich Diablo 4 spielen oder No Rest for the Wicked, das sind zwei verschiedene Sachen. Oder Path of Exile oder No Rest for the Wicked sind zwei verschiedene Sachen. Es geht vielmehr darum, dass No Rest for the Wicked etwas sehr Interessantes versucht und ich finde auch sogar, dass es das sehr gut hinbekommt für den Early Access bisher. Denn es ist so, dass es die Top-Down-Perspektive ist. Es gibt Kämpfe, aber es sind nicht Massenkämpfe gegen eine Vielzahl von Monstern oder Feinden, sondern es sind einfach Kämpfe, meistens 1 gegen 1 oder auch mal 1 gegen 3 vielleicht. Ja, so maximal würde ich sagen 1 gegen 3 oder 1 gegen 4. Aber mehr wird es dann wirklich meistens nicht. Das heißt, in Massenschlachten, Massengemetzel braucht man da nicht erwarten. Es gibt keinen Wirbelwind und du drehst dich da durch und dann hackst alles nieder. Das gibt es bei No Rest for the Wicked nicht. No Rest for the Wicked ist meiner Auffassung nach ein schöner, neuer, erfrischender Mix zwischen einem Hack-and-Slay-Game mit Souls-like-Kampfsystem, das allerdings deutlich verzeihender ist als jetzt bei einem Dark Souls zum Beispiel, ja. Also bei diesen typischen Souls-like-Games finde ich, habe ich mich bisher immer schwerer getan, das Timing zu machen, auszuweichen, das alles gebacken zu kriegen im Kampf. Bei No Rest for the Wicked, vielleicht auch durch die Top-Down-Perspektive, ist das, finde ich, einfacher. Man kann einfacher reagieren, weil man einen besseren Überblick über das Schlachtfeld hat. Und auch ein bisschen, wie ich finde, einschätzen kann besser, dass man sagt, wie ist der Abstand zum Feind, wie lang geht die Attacke raus, muss ich ausweichen oder kann ich stehen bleiben. Das fällt einem, finde ich, bei No Rest for the Wicked ein bisschen leichter. Dadurch ist es wirklich, wer Souls-like nicht mag oder eigentlich mögen würde, wenn es einem nicht zu schwer wäre die ganze Zeit, dann finde ich, ist No Rest for the Wicked ein perfektes Game. Denn besser kriegst du es nicht mit Souls-like-Kampfsystem, aber halt doch sehr verzeihend. Ja? Also wer bisher gedacht hat, Elden Ring wäre vielleicht das beste Souls-like für den Mainstream, ich finde, das ist jetzt eigentlich, wenn man die ISO oder die Top-Down-Perspektive mag, ist das eigentlich ein super Ding. Ja? Und die Vergleiche jetzt zum Beispiel mit Diablo 4 und so weiter, wie gesagt, kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Vielleicht könnte man jetzt denken, ja, wer gedacht hat, dass sich Hack-and-Slay-Games in eine Richtung entwickeln, wie es jetzt, wie man es an Path of Exile 2 zum Beispiel momentan sehen kann,
dass sie versuchen, den Kampf viel interessanter zu machen, vielschichtiger zu machen, tiefer zu machen vom System her, damit die Kämpfe an sich motivierender sind, herausfordernder sind und somit auch suchterzeugender sind, sage ich mal, und motivierender sind, einfach langfristig zu spielen, anstatt nur stumpf durchzuhacken oder stumpf mit dem Wirbelwind durchzugehen. Ich glaube, dass sich Hack-and-Slay-Games teilweise jetzt in diese Richtung entwickeln und da macht No Rest for the Wicked genau das Richtige. Vielleicht sogar in einer von den Vorreiterpositionen überhaupt gerade auf dem Markt. Denn es versucht mit diesem Kampfsystem, mit diesem vielschichtigen, komplexeren Kampfsystem, einen Gameplay-Loop zu erschaffen, der deutlich motivierender sein kann, als jetzt zum Beispiel bei einem ein Hack-and-Slay-Game, was man jetzt halt sehr hauptsächlich spielt, wie in Diablo 4 jetzt gerade, ja. Dass man einfach Bock hat, das mehrfach zu tun, weil man eben einen Kampf erlebt, der ganz anders sein kann jedes Mal. Und es nicht einfach nur Hirn aus und durch ist, ja. Das ist es bei No Rest for the Wicked nicht und ich finde das cool. Man kann es meistern und man kann sich dann irgendwann wirklich reinspielen, dass man die meisten normalen Feinde sehr leicht weghackt. Das erreicht man schon nach einigen Stunden, wie ich finde. Aber es ist trotzdem noch anspruchsvoll genug, vor allem wenn dann zwei oder drei Feinde auf einmal kommen, dann muss man doch schon gucken, wie man es wieder anstellt. Ja? Die Bossbegegnungen, die es gibt in diesem Game, sind alle, finde ich, sehr gelungen. Die sind nicht alle gleich, haben schon eine Herausforderung, je nachdem, wie weit man dann auch schon ist. Und wie weit man seine Ausrüstung geupgradet hat, wie stark man da quasi ausgebaut ist, schon hat man schwerer oder einfacher gegen diese Bossbegegnung. Das finde ich auch sehr gut gemacht bei No Rest for the Wicked. Das heißt, du hast die Möglichkeit, wenn du sagst, oh, das ist mir jetzt gerade zu schwer, gehst du einfach einen anderen Weg in diesem Game und gehst mit den normalen Mobs erstmal durch, machst so ein paar Daily-Aufgaben, die es ja gibt. Es gibt tägliche Aufgaben, es gibt wöchentliche Herausforderungen, die man machen kann. Die geben einem Erfahrungspunkte und die geben einem auch Ausrüstung und auch Upgrade-Gegenstände, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das heißt, man kann sich auf verschiedenen Arten und Weisen in diesem Spiel verbessern. Sei es den eigenen Skill, indem man die Kämpfe übt oder dass man seine Waffen und seine Ausrüstung aufwertet oder verstärkt durch die NPCs, die in der Stadt sind und dadurch auch sich einen Vorteil erschaffen kann, bei schwierigeren Bossbegegnungen oder, sagen wir es mal so, bei Bossbegegnungen, bei denen man sich persönlich einfach momentan etwas schwerer tut. Dass man dann einfach sagen kann, hey, ich nehme jetzt erstmal einen anderen Weg und mache die Stellschrauben ein bisschen anders und kehre dann zurück zu dieser schweren Herausforderung für mich und meistere sie dann vielleicht auf diese Art und Weise. Man könnte zum Beispiel auch Konsumgegenstände, also so Brandbomben zum Beispiel, einpacken ohne Ende. Man könnte dann auf schwierige Bossgegner die ganze Zeit 20, 30 Brandbomben draufwerfen, ja, um da vielleicht sich einen Vorteil zu erschaffen und das Spiel dann so zu meistern. Ja. Diese Möglichkeiten bietet No Rest for the Wicked und ich finde das äußerst gelungen. Das finde ich eine sehr gute Herangehensweise, denn es kann so trotzdem motivierend bleiben auf die eine Art oder auf die andere und bietet den Spielern einfach die Freiheit, selbst zu entscheiden, wie man diese Herausforderung angeht und wann man manche Herausforderungen auch angeht. Es ist nicht so, dass man gezwungen ist, quasi jeden Boss nacheinander zu machen. Beim ersten Boss ist es so, dass man in die Stadt kommt, so viel sage ich zumindest mal. Aber bei den anderen Bossen hat man die Freiheit zu entscheiden, wann man das machen möchte. Und das finde ich auch sehr gut. Dailies und so wöchentliche Sachen hin und her. Ich denke, es tut dem Spiel jetzt nicht weh, dass es das hat. Manche sagen, warum braucht man das? Es sind halt einfach langfristige Systeme oder zumindest Systeme, die für Leute angelegt sind, die ein Spiel sehr lange spielen möchten. Die können bei No Rest for the Wicked auch grinden. Ja, also den Grind gibt es in diesem Spiel tatsächlich. Man kann es grinden, was vielleicht für viele auch ein Merkmal ist, was sie besonders wichtig finden. Ja, deswegen vielleicht nicht schlecht, dass es drin ist. Wer es allerdings nur einmal durchspielen möchte, kann das eben auch tun. Also dementsprechend eigentlich hier Freiheit auf jeden Fall gegeben. Was jetzt so eine Sache ist, wo ich sagen würde, da kann man auf jeden Fall noch was dran machen, wäre, naja, teilweise die Laufwege, die bestehen.
Also man kann sich zwar zwischen diesem Flüstern da hin und her teleportieren, aber man muss sich immer auf ein Flüstern festlegen und zwischen dem kann man dann teleportieren in die Stadt und von der Stadt wieder zu diesem Flüstern. Ansonsten muss man wieder komplett die Map durchlaufen, bis man wieder zu diesem einen Flüstern kommt oder wie es auch immer heißt, ja, um sich dann dort wieder quasi das Portal zu machen, zwischen dem man hin und her portieren kann. Das kann manchmal ein bisschen, finde ich, ätzend sein. Vor allem, wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt hier noch kurz ein paar Konsumgegenstände machen und dann möchte ich eigentlich noch den Boss angehen, der wo aber ganz anders ist, dann muss ich entweder, wenn ich sterbe, die ganze Zeit die Laufwege in Kauf nehmen oder ich muss halt dann sagen, okay, ich farm jetzt da, mach mir das Portal dort und dann muss ich den ganzen Weg wieder zu dem Boss rüberlatschen, ja. Also das sind so Sachen mit den Laufwegen. Ich weiß nicht, ob man da vielleicht dann sagen könnte, wenn man das Flüstern mal freigeschaltet hat, dass man sich zu jedem Flüstern hin teleportieren könnte. Ich fände das gar nicht so schlecht, wenn das ginge. Weil die Welt hat man ja dann bis dahin ja auch schon gesehen. Was ist dann der Sinn daran, dass man ständig nochmal durchgezwungen wird, sich das nochmal anzugucken oder nochmal durchzulaufen oder nochmal durchzukämpfen? Warum muss ich das? Ich könnte es ja tun, wenn ich es will, aber die Entscheidung, dem Spieler dann offen zu lassen, würde ich sogar befürworten, also ich persönlich. Aber da hat auch die Spielefirma oder die Entwickler haben da ihre eigene Denkweise dazu. Und das dürfen sie natürlich auch haben. Ich finde, es passiert sowieso viel zu häufig mittlerweile im Gaming, wenn ich mir das anschaue, dass einfach die Leute dem Entwicklerteam aufzwingen, was sie zu tun haben, aber nicht respektieren, dass ein Entwicklerstudio eben seine eigene Vision hat, wie ein Spiel aussehen soll. Zumindest bis zu einem gewissen Grad. Und ich finde, bis zu einem gewissen Grad sollte das auch deren gutes Recht sein, also es so zu behandeln, wie sie es möchten. Aber man kann natürlich auch seine Meinung sagen als Gamer und als Außenstehender, der sich das Spiel anguckt und sagen, ja, das fände ich so besser. Gerade mit der freien Teleportation, das wäre so eine Sache, die ich persönlich sehr gut finden würde. Sich auch durch die Stadt zu bewegen, finde ich relativ mühsam, wenn man natürlich dann die Stadt ausbaut, was man machen kann mit Ressourcen. Sich dann so einen Aufzug daran bauen. Ich finde, sowas ist auch bitter nötig, weil es fängt einfach an zu nerven auf Dauer. Da überall durchzulatschen oder bis zu der Kiste durchzulatschen, bis zu seinem Haus durchzulatschen, bis man das Inventarmanagement hinkriegt. Ich finde, die Inventarslots sind relativ kurz geraten. Da könnte man definitiv mehr gebrauchen, insbesondere bei den Ressourcen. Ja, man kann sich das durch Bossbegegnungen, wo man so eine Essenz bekommt, kann man sich mehr Slots freischalten. Allerdings finde ich, ist das relativ selten der Fall bisher. Also zumindest habe ich es bisher selten erlebt, dass man sich da zusätzliche Slots freischalten kann. Aber ich finde, das hat man bitter nötig, weil es halt besonders bei den Rohstoffen deutlich mehr Items gibt, als es Slots gibt. Und ich finde, das macht dann das Ressourcensammeln draußen in der Welt immer so ein bisschen, weil man ist dann unterwegs und dann findet man noch was Neues. Man will looten, man will sich Sachen einsacken und ich finde das gut, dass man einfach viel zu looten hat. Aber wenn man halt viel zu looten hat, sollte man auch viele Slots haben dürfen und dass das sehr begrenzt, also ich finde das in dem Spiel momentan etwas begrenzt. Also hier mehr Slots einfach, permanent mehr Slots, fände ich persönlich sehr gut. Dann möchte ich aber auch noch in diesem Video was hervorheben, was bei mir besonders hängen geblieben ist. Und das ist vielleicht auch eins von den letzten Punkten, die ich heute einfach im Video erwähnen möchte. Den Grad an Vertikalität in diesem Top-Down-Game finde ich sucht momentan seinesgleichen. Und das meine ich äußerst positiv. Wer jetzt Lost Ark zum Beispiel gespielt hat, hat ja sicherlich bemerkt, okay, da gibt es Leitern, die man hochkrabbeln kann oder so Seilwinden, wo man sich runterlassen kann auf eine andere Plattform. Und das fanden viele Spieler bei Lost Ark schon sehr, sehr gut gelungen, einfach das jetzt hoch und runter zu gehen bei diesen Top-Down-Games eigentlich, wo man ja das ja früher gar nicht erwartet hat. Da war alles auf einer Ebene und fertig. Was No Rest for the Wicked extrem hervorstechend toll macht, ist das Weltdesign, das Leveldesign sozusagen. Es ist unglaublich gut gelungen. Man ahnt meistens gar nicht, dass man eigentlich gerade über dem Ort ist, wo man schon gewesen ist. Oder man gelangt dann plötzlich durch Tunnel und durch Gänge und so weiter plötzlich wohin, wo man sagt, da guckt man dann runter und sagt,
Ach, da war ich ja ganz am Anfang. Da unten war ich ganz am Anfang. Und man hat es anfangs gar nicht geblickt, dass da oben auch noch was ist. Und wenn man dann da oben steht und guckt dann plötzlich runter und dann sieht man, Mensch, da führt jetzt eine Leiter runter und da war ich ganz am Anfang. Das ist so ein richtig geiles Gefühl, was diese Welt hergibt und die Atmosphäre auch hergibt. Also die Welt ist sehr atmosphärisch, die Wettereffekte, die Lichteffekte, Tag, Nacht und eben dieses Leveldesign dazu. Die Welt macht unglaublich viel Sinn. Wie sie gebaut ist, es ist unglaublich komplex und deswegen aber auch so faszinierend für mich, dass man einfach diese Welt erkundet in ganz vielen Schichten und durch dieses Erkunden und Entdecken sich die Welt auch selbst ein bisschen in seinem Kopf zusammenpuzzelt. Ach, so sieht die ganze Welt eigentlich aus. Und die Entwickler von No Rest for the Wicked haben es einfach geschafft, auf, sag ich mal, minimaler Quadratmeterfläche eine unglaubliche Höhe und Tiefe zu erreichen. Extrem beeindruckend. Das habe ich in noch keinem Top-Down-Spiel bisher so gesehen. Und auf jeden Fall gerne mehr davon. Also ich finde das richtig, richtig gut gelungen. Echt gut ab. Das ist eins von den Merkmalen, die No Rest for the Wicked mitbringt, wo ich wirklich sagen muss, das ist wirklich was Besonderes, richtig besonders hervorstechendes bei diesem Spiel. Natürlich ein Elden Ring zum Beispiel in einer 3D-Umgebung hat auch schon diese komplexen Welten hoch, tief und Plattformen und so weiter auch schon mitgebracht. Aber bei einem Top-Down-Game habe ich sowas nie in der Art und Weise gesehen. Und das macht einfach Spaß, dann auch diese Welt zu erkunden, Verstecke zu finden, weitere Kisten zu entdecken, zu merken, oh, da geht's noch wo hoch, oh, da geht's noch wo nach unten. Und so weiter und so fort. Also das ist wirklich mega gelungen und wirklich sehr, sehr positiv. Kampfsystem macht Spaß. Die Waffen machen Spaß. Dass man da umskillen kann, was sie jetzt hier reingebracht haben als Update, sehr, sehr gut. Und ich finde auch sehr, sehr sinnvoll. Und um vielleicht jetzt einen Strich drunter zu machen, das Video, ich bin jetzt natürlich sehr ausschweifend geworden, aber ich möchte mich mittlerweile einfach gar nicht mehr eingrenzen, wie ich das mache oder dass ich das runterkürzen muss oder schneller reden muss und so weiter. Fazit drunter momentan von mir, mein erster Eindruck, Leute, ist, wenn ihr ein Spiel sucht, wo ihr sagt, oh, ich möchte etwas, das ist wie Diablo 4 oder wie ein Path of Exile, wie ein Hack and Slay, wie es ihr jetzt im Kopf habt, im Genre. Das ist kein Hack and Slay Game in dem Sinne. Es ist kein Massenmonster-Metzeln, Loot sammeln bis zum Umfallen. Man kann ganz viel Loot sammeln im Spiel. Es gibt wirklich viel Loot. Aber es ist nicht so, dass wie in einem Endgame von einem dieser Hack-and-Slay-Games, wo der ganze Boden voll ist mit Loot, das ist es nicht bei diesem Spiel. So, wer dieses Kampfgeschehen sucht, dieses Massenmonster-Schnetzeln, das gibt es in No Rest for the Wicked nicht. Wer allerdings eine interessante Kombination sucht, einer düsteren, erwachsenen Welt, die auch blutig ist, Loot, den es zu finden, zu entdecken gibt, also Kisten auch zum Looten, Verstecke zu finden, zu erkunden, wer sowas mag, wer ein Souls-like-Kampfsystem mag und es auch mal ausprobieren möchte, wirklich in einer sehr, sehr guten Art und Weise, einer sehr, sehr anfängerfreundlichen Art und Weise auch, wie ich finde, aber auch sehr herausfordernd, also auf lange Sicht auch sehr herausfordernd. Es ist nicht so, dass es alles voll leicht ist oder so, das auch nicht. Es hat eine schöne Kurve, eine schöne Lernkurve drin, wie ich finde. Wer sowas mag und auch viele verschiedene Arten schätzt, fortschreiten zu können in einem Spiel, das heißt mit einem eigenen Charakter, mit einer eigenen Stadt, um die man sich kümmern kann, Rohstoffe abzubauen, eine interessante, vielschichtige Welt zu erkunden, und sowas mag, sowas schätzt und natürlich diese Top-Down-Perspektive gerne hat, der sollte No Rest for the Wicked auf jeden Fall ausprobieren. Für wen ist das gar nicht geeignet? Für wirklich Leute, die festgefahren sind, das meine ich jetzt gar nicht negativ, für Leute, die festgefahren sind auf dieses, was Diablo 3 schon geboten hat, was ein Diablo 4 jetzt auch macht, was ein Path of Exile macht. Also ich betone hier, Path of Exile 1 macht. Beim 2er wird es, glaube ich, etwas anders.
Also was diese ganzen klassischen Hack-and-Slay-Games bisher gemacht haben, die wir auch viele auf dem Kanal schon hatten hier bei Relics. Wenn ihr das mögt und nichts anderes mögt und mit Souls-like gar nichts anfangen könnt, dann braucht ihr No Rest for the Wicked auch nicht angucken. Also wenn ihr sagt, wenn ihr schon Souls-like hört, andeutungsweise ganz soft Souls-like, so ein Flüstern, und dann schon sagt, oh mein Gott, nee, so ausweichen, blocken und so weiter, oder wenn ich sterbe, dass ich dann irgendwo an so einem Flüstern, an so einem Punkt wiederbelebt werde und das nochmal versuchen muss, wenn euch das schon ankotzt, allein von der Basis her, dann ist No Rest for the Wicked auch nichts für euch. Punkt. Da braucht man, glaube ich, nicht viel rummachen. Da könnt ihr das natürlich auf Steam mal eine Stunde ausprobieren, dann Refund machen. Das würde ich euch dann vielleicht noch sagen oder raten, das vielleicht mal auszuprobieren, wenn ihr euch da nicht sicher seid. Aber ansonsten, greift zu. Also wenn ihr wirklich... Es ist ein tolles Spiel. Und für ein Early Access Game ist es wirklich schon in einem tollen Zustand, finde ich auf jeden Fall. Deshalb von mir beide Daumen nach oben für No Rest for the Wicked. Wirklich ist ein Early Access Game, das kann man sich definitiv gönnen. Da gab es schon ganz andere Early Access Games. Und in diesem Sinne, Leute, hoffe ich, dass euch dieser erste Eindruck von mir ein bisschen was gebracht hat. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Natürlich auch mal wieder zu einem Video von mir in diesem Format. Und dann sehen wir uns vielleicht bald auch wieder. Macht's gut, Leute, und